Hallo liebe Freunde der Felder Group. Wie versprochen zeigen wir euch heute ein weiteres ganz besonderes Anwendungsbeispiel der neuen Hammer CNC Portalfräsmaschine. Die professionelle Herstellung einer echten Bassgitarre, also einer Bassgitarre, die das Herz eines jeden Musikers höher schlagen lässt. Dieses wundervoll gearbeitete Stück, gefertigt von unserem Tischlermeister Helly, hatte schon bei einem professionellen Live-Auftritt seine Premiere. Professionell in diesem Zusammenhang bedeutet aber auch der Bau der Gitarre selbst. Warum ist professionell eigentlich so wichtig? Erstens, wir vertrauen der Maschine ein sehr teures Material an. Ebenholz und Riegelahorn. Zweitens, während des gesamten Herstellungsprozesses sind die Präzision und die Wiederholgenauigkeit von enormer Wichtigkeit für ein perfektes Endergebnis. Selbst geringste Verwindungen an der Maschine produzieren Fehler oder Ungenauigkeiten und würden zu aufwendigen Korrekturen führen. In manchen Fällen sogar zur kompletten Zerstörung des Werkstückes. Das ist besonders dann fatal, wenn die Bearbeitungsschritte, wie bei dieser Gitarre, aufeinander aufbauen, also Stufe für Stufe erfolgen. Und drittens, je genauer die Maschine arbeitet, speziell bei Oberflächen und bei Rundungen, desto minimaler sind die Nacharbeiten, wie zum Beispiel Schleifen und Polieren. Schauen Sie sich an, wie perfekt die Herstellung gelingt. Einfach, kompromisslos, solid. Ein Meisterstück. Das Design der Bassgitarre und die Abarbeitung der Fräsbahnen wurden mit dem Programm Fusion 360 erstellt. Die Vorschau hilft dabei, ein möglichst logisch aufeinander aufbauendes, rationelles Ablaufkonzept zu erstellen und hilft grundsätzlich, Fehler zu erkennen und zu vermeiden. Der fertige G-Code wurde anschließend in Edding CNC, das ist die Steuerungssoftware der Hammer CNC Portalfräse, eingelesen. Der Mittelpunkt wird eingezeichnet, die seitlichen Endpunkte ergeben sich durch die Verleimung, da der Gitarrenkörper bookmatched, also exakt gespiegelt, verleimt wurde. Das Werkstück wird durch Verschieben so eingerichtet, dass sich der Fräser exakt über der Mittellinie befindet. Der Werkzeug-Nullpunkt befindet sich bei allen Arbeitsschritten an der Materialunterseite. So vermeiden Sie Fehler durch wechselnde Nullpunkte. Zuerst werden die Ausfräsungen für die Tonabnehmer gemacht. Als Tiefenzustellung bei diesem Arbeitsschritt empfehlen wir 2,5 mm pro Durchgang. Dieser Wert hat sich für das zäh zu fräsende Riegel-Ahorn-Material am besten bewährt. Auch beim Ausfräsen des Elektronikfachs wird mit 2,5 mm Tiefenzustellung gearbeitet. Nun wird die Halstasche ausgefräst. Bei allen Taschenausfräsarbeiten läuft die Maschine abwechselnd im Gleich- und Gegenlauf. Das ergibt die schnellste Bearbeitungszeit. Die Korpus-Outline entsteht. Jetzt wird zum ersten Mal die klassische Jazz-Bass-Form sichtbar. Gefräst wird bis zur Mitte des Materials. Ein ganz wichtiger Arbeitsschritt: die Referenzbohrungen für eine versatzfreie Bearbeitung der Bassrückseite. Diese werden an den vier Korpusecken eingefräst.
Hier sehen Sie bereits einen Teil des Feinschliffs. Die äußere Rundung wird mit einem 8 mm Radiusfräser aufgefräst. Dies könnte man auch problemlos mit einer Oberfräse machen. Mit der Hammer-CNC-Podalfräse können Sie die Rundung allerdings auch an der Armauflage dreidimensional auffräsen. Das Ergebnis absolut perfekt. Aufwendige Raspel- und Nachbearbeitungen entfallen somit komplett. Für die später einfachere Positionierung der Hardware werden bereits jetzt die Verschraubungspositionen leicht vorgebohrt. Das erspart lästiges Einmessen und Positionieren beim Zusammenbau. Um den Gitarrenkörper auf der Hinterseite bearbeiten zu können, muss dieser wieder exakt positioniert werden. Dazu werden zuerst 4 Referenzbohrungen in die MDF-Schonplatte gebohrt. Die Dübel unterstützen die genaue Position des Werkstücks. Die vorher am Korpus gefrästen Referenzbohrungen ermöglichen nun ein absolut genaues Aufspannen auf der Rückseite. Begonnen wird mit dem Vorfräsen der Rippenbogenaussparung. Diese wird unter Gitarrenspielern auch Bierbauchfräsung genannt. Da die Rückseite aus Erlenholz besteht, arbeiten wir hier mit einer Zustellung von 3 mm pro Fräsgang. Die rückseitigen Bohrungen für die Montage des Gitarrenhalses. Und nun wird die Body Outline durchgefräst. Gut zu sehen sind die 4 Stege in der Fräsbahn. Diese halten das Werkstück an seinem Platz und werden später händisch ausgesägt. Mit einem 8 mm Radiusfräser wird nun die Rippenbogenaussparung dreidimensional fein gefräst. Grundsätzlich empfehlen wir auf jeden Fall für alle Höheneinstellungen einen Werkzeuglängensensor. Fehlmessungen sind sonst so gut wie vorprogrammiert und würden zu Beschädigung von Werkzeug, Material und Maschine führen. Dank der stabilen Bauweise erreichen wir mit der Hammer-CNC-Fräse eine extrem hohe Oberflächengüte. Vibrationen an der Maschine würden hier sonst sofort sichtbar werden. Auch an der Rückseite wird die äußere Rundung dreidimensional aufgefräst. Der 8 mm Radiusfräser folgt somit auch in der Tiefe, exakt der vorher festgelegten Kontur. Tischlermeister Helly ist mit der Leistung seiner Hammer-CNC-Fräse zufrieden. Aus einer Idee, einer Zeichnung, einem Programm wurde ein formvollendetes Werkstück. Fertig zum Feinschliff. Nun wird eine Schablone für den Gitarrenhals angefertigt. Der lange Basshals hat auf der Maschine nur Platz, wenn er diagonal bearbeitet wird. Für die Hammer-CNC-Brutalfräse stellt dies kein Problem dar. Zuerst müssen die Befestigungsbohrungen der Schablone gefräst werden. Um diese optimal schräg positionieren zu können, wurde die Position mit einem Schriftenfräser angezeichnet. Weil 2 Bohrungen knapp außerhalb des Bearbeitungsbereiches liegen, bedienen wir uns hier eines kleinen Tricks.
Wir spannen die Schablone zuerst in einer Hilfsposition auf, damit die Maschine alle Positionen erreichen kann. Die Befestigungsbohrungen passen CNC-made hundertprozentig. Für die Bearbeitung des Halses wird die Schablone nun in die Bearbeitungsposition gedreht, welche wiederum vorher mit einem Schriftenfräser angezeichnet wird. Durch diesen Trick gehen sich die Verschraubung der Schablone mit dem Nutentisch und alle weiteren Bearbeitungsschritte am Hals aus. Die Bearbeitungsschritte wurden in Fusion 360 alle normal, also gerade programmiert und können auf der Maschine nun beliebig gedreht werden. Um unnötige Fräserwechsel zu vermeiden, wird die Schablone noch bearbeitet. In dieser Vertiefung findet später das fertig bearbeitete Griffbrett Platz. Der Gitarrenhals wird für den ersten von drei Arbeits- bzw. Aufspannschritten auf der Schablone festgeschraubt. Ein wichtiger Arbeitsschritt. Die Referenzbohrungen für das Griffbrett werden gefräst. Diese befinden sich genau oberhalb der zuvor in die Schablone gefrästen Bohrungen. Das ist besonders hilfreich für ein genaues Einspannen bei allen folgenden Arbeitsschritten. Zuerst wird nun die Nut für den Halsspannstab, auch Truss Rod genannt, mit einem 4 mm Schlichtfräser eingefräst. Damit das Griffbrett verrutschsicher aufgeleimt werden kann, bedienen wir uns zusätzlicher Hilfsbohrungen. Der Spannstab wird einfach in die passgenaue Nut gesteckt. Wichtig dabei, der Spannstab darf nicht mit dem Griffbrett verleimt werden. Er muss sich frei bewegen können. 8 mm Dübel sichern das Griffbrett gegen Verrutschen beim Verleimen. Nachdem der Leim getrocknet ist, wird der mit dem Griffbrett verleimte Hals wieder auf die Maschine aufgespannt. Die Referenzbohrungen ermöglichen nun ein exaktes Positionieren. Präzision ist beim Bearbeiten des Halses extrem wichtig. Die präziseste Maschine nützt nichts, wenn das Werkstück zwischen den Arbeitsschritten nicht richtig positioniert wird. Als nächstes werden der Steg, genannt The Bone, und die Bohrungen für die Dots eingefräst. Die Dots aus Ahorn werden einfach aus dem Block herausgebrochen und in die Ausfräsungen eingeleimt. Dazu eignet sich am besten ein Expressleim. Die Wartezeit reduziert sich damit quasi auf null. Während der Leim trocknet, kann bereits die Kopfplatte mit einem 8 mm Schlichtfräser bearbeitet werden. Hier entstehen die Löcher für die Mechaniken, klassisch mit 17 mm Durchmesser. Der Feinschliff erfolgt mit einem 8 mm Kugelfräser.
Der Bahnabstand beträgt 0,4 mm. Damit ist die Oberfläche quasi nachbearbeitungsfrei. Der Leim ist trocken und nun können die Dots mit der Japansäge vorgekappt werden. Der Griffbrettradius wird nun am Ebenholzgriffbrett aufgefräst. Ebenholz zählt zu den schwersten und härtesten Hölzern der Welt. Bei 0,3 mm Bahnabstand erzeugt die Hammer CNC Portalfräse hier fast eine polierte Oberfläche. Dabei werden die Dots perfekt auf die Griffbrettkontur mitgefräst. Es erfolgt keinerlei Nachbearbeitung. Zum Fräsen der Bundschlitze kommt ein 0,6 mm Fräser zum Einsatz. Im extrem harten Ebenholz arbeitet die Maschine mit nur 0,2 mm Tiefenzustellung. Die Maschine muss hier absolut perfekt arbeiten, sonst klingt die Gitarre verstimmt. Oder der dünne Fräser würde bei Ungenauigkeiten sofort abreißen. Zuletzt wird die Außenkontur des Griffbretts ausgetrennt. Für optimale Oberflächenqualität empfiehlt es sich, hier den Fräser im Gleichlauf zu betreiben. Die Oberseite ist fertig bearbeitet. Jetzt wird das Werkstück gedreht. Durch die Passbohrungen geschieht das absolut passgenau. Das Griffbrett findet in der zuvor gefrästen Tasche Platz. Das Halsprofil entsteht. Der erste Arbeitsschritt hier ist das Vorfräsen mit dem 8 mm Schaftfräser. Und danach das Feinfräsen mit dem 8 mm Radiusfräser. Auch hier ist der stabile Aufbau der Maschine wichtig. Vibrationen würden sofort im Holz sichtbar werden und die Nacharbeit erschweren. Mit dem 8 mm Schlichtfräser wird nun die Halstasche ausgefräst. Achten Sie bitte auf die Stege, die das Werkstück an seinem Platz halten. Dasselbe gilt für die Kopfplatte.
Referenzbohrungen für die Mechaniken erleichtern die spätere Montage beim Zusammenbau. Und so sieht der fertig bearbeitete Gitarrenhals mit der Griffplatte aus. Als nächstes folgt der Sattel. Dieses kleine Bauteil klemmen wir auf einen Maschinenschraubstock, welcher in den T-Nuten am Tisch befestigt ist. Aus zwei Holzspannbacken fräsen wir die Halterung für den sogenannten Knochen. Den Fräsnullpunkt setzen wir genau in die Mitte der Spannbacken. Die Fräserhöhe wird in diesem Fall an der Oberseite der Spannbacken abgenullt. Kleine und kleinste Bauteile sind in der Regel sehr schwer einzuspannen. Mit der Hammer CNC können Sie individuell angepasste Einspannhilfen selbst entwerfen und auch herstellen. Der Synthetikknochen lässt sich mit den Standardwerkzeugen sehr gut bearbeiten. Spezielle Fräser sind dazu nicht notwendig. Normalerweise werden die Sättel mit speziellen Sattelfeilen per Hand angepasst. Mit der Hammer CNC-Fräsmaschine und den passenden Fräsern entfällt diese Arbeit komplett. Der CNC-gefräste Sattel passt sofort. CNC Made meets Handwork. Jetzt geht es an die Handarbeit. Die CNC-Fräse macht jetzt Pause. Mit der Japansäge lassen sich die Stege am einfachsten durchtrennen. Unser Tipp: Lassen Sie lieber ein bisschen mehr Abstand zum Bauteil und sägen Sie danach nochmal nach. Geschliffen wird nur per Hand. Wir starten mit Körnung 150 und arbeiten uns rauf bis 320. Zum besseren Handling haben wir einen provisorischen Griff an den Body geschraubt. Das Wässern des Holzes mit lauwarmem Wasser richtet letzte verbleibende Holzfasern auf. Diese werden nach genügend Trockenzeit mit neuem, scharfem Schleifpapier gekappt. Ein perfektes Ergebnis. Tischlermeister Helle ist zufrieden. Letzte Kontrolle bevor Painted Black. Zum Beizen verwenden wir gewöhnliche Wasserbeize. Diese wird satt mit dem Schwamm aufgetragen. Die geriegelte Struktur des Ahorns nimmt die Beize unterschiedlich auf. Dadurch entsteht die dreidimensional wirkende Holzmaserung. Die Beize lassen wir über Nacht trocknen. Nur das Beste für unseren Bass. Die lokale Autolackierwerkstatt freute sich über den Auftrag und über die spezielle Abwechslung. Jetzt geht's ans Bundieren. Dazu haben wir uns eine recht praktische Bundierhilfe mit der Hammer CNC angefertigt.
Ein Holzblock mit der exakten Form des Halsprofiles. In diesem wird der Hals beim Bünde-Einhämmern festgehalten. Die Bünde werden mit ein bisschen Übermaß vorab gelenkt und mit dem Bundierhammer in die exakt passende Nut eingehämmert. Die überstehenden Enden werden mit einer Bundierzange einfach abgezwickt. Mit einer Feile die letzten Überstände entfernt, zuerst gerade und dann circa mit einem 45 Grad Winkel. Damit der kostbare Hals bei den Finalarbeiten nicht zerkratzt und verschmutzt wird, kleben wir ihn mit Malerklebeband ab. Am besten den kompletten Hals bis auf die Bünde abdecken. Für saubere Bundenden am besten noch die Kante mit einer Mini-Flachfeile bearbeiten. Die Politur mit Filzscheibe und Polierpaste bringt die Bünde noch auf Hochglanz. Den kompletten Hals lassen wir noch mit Leinölfirnis ein. Das bietet ausreichenden Schutz und lässt die Holzmaserung des Regel-Ahorns besonders schön wirken. Außerdem ist das Gefühl beim Spielen besser, da man mit der Hand besser gleitet. Lackierte Hälse fühlen sich oft etwas klebrig an. Der Hals ist nun fertig. Eine saubere Arbeit. Der Body ist mittlerweile retour vom Lackieren, ein kurzer Check im Sonnenlicht. Perfekt! Bevor die Komponenten eingebaut werden können, müssen im Body noch einige Bohrungen gesetzt werden. Damit dabei nichts schiefgehen kann, haben wir uns eine Schablone gebaut. Der Filzbelag schützt die lackierte Oberfläche vor Druckstellen und Beschädigung. Mit einem langen 5 mm Bohrer werden die Löcher für die Verkabelung gebohrt. Mit Abschirmlack werden später ungewollte Störgeräusche unterbunden. Die Referenzbohrungen machen sich jetzt bezahlt. Alle Mechaniken können nun auf Anhieb absolut genau montiert werden. Der Sattel wird mit ein wenig Superkleber sicher an seinem Platz gehalten. Endlich ist es soweit. Die Hochzeit von Body und Hals. Durch CNC-Präzision passt der Hals perfekt in die Halstasche. Für einen guten und vor allem gleichbleibenden Klang ist das besonders wichtig. Der Hals darf weder zu locker sitzen noch zu fest eingekeilt sein. Jetzt fehlt nur noch die Elektronik. Auch hier, die Montage, ohne neuerliches Einmessen, absolut passgenau. Die Elektronik haben wir bereits vorbereitet, Masse und Tonabnehmer wurden verlötet und werden nun eingebaut. Das Bespannen der Saiten ist nun nur mehr ein Routinejob.
zuletzt noch die beiden Gurtpins. Die ersten Töne, die unsere Bassgitarre von sich gibt, klingen unverstärkt schon einmal sehr vielversprechend. Als finalen Arbeitsschritt haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die Hammer-CNC-Portalfräse bearbeitet nämlich nicht nur Holz, sondern auch Buntmetalle aller Art, zum Beispiel Messing. Zuerst wird der Messingblock mit einem 8 mm Schaftfräser plan gefräst. Danach wird ein 60 Grad V-Fräser exakt auf Länge vermessen. Beim Fräsen von Messing sind die Drehzahl und die Vorschubgeschwindigkeit besonders wichtig. Fertig ist unser selbstgefrästes Brandeisen. Der krönende Abschluss mit unserem eigenen Label. Ein herausforderndes Projekt ist zu einem perfekten Ende gekommen. Es zeigt, dass Kreativität und Vielseitigkeit nahezu grenzenlos sind. Das Wichtigste ist dabei, Sie können sich zu 100% auf die Leistung und die Präzision der Hammer-CNC-Portalfräse verlassen. Die perfekte Verarbeitung von Design und Material unserer Hammer J-Bass hat einen professionellen Bassisten spontan überzeugt und wurde gleich mit einem erfolgreichen Auftritt bei einem Konzert belohnt. Ein großes Kompliment für unsere Arbeit. Hören Sie rein und lassen Sie sich inspirieren. And every night I am with you. Have to joke back teeth and I'm kissing you. You're my home. You're my home.